Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Aufwärmen, denn jeder kennt es, aber niemand macht es. Es geht dabei nicht nur um Kontrolle für den Körper, sondern auch um Verletzungen vorzubeugen. Wir fangen mit der ersten Übung an, das heißt, wir klopfen uns ein bisschen ab, fangen außen an, oben und dann arbeiten wir uns von unten wieder nach oben. Ich mache das immer so, dass ich bei den Schultern anfange, außen am Arm lang gehe und dann nach innen mich arbeite und dann auch wieder auf der Innenseite nach oben gehe. Bei der zweiten Übung geht es um die mentale Vorbereitung, denn gerade bei Parkour ist es wichtig, eine gute Verbindung zwischen Körper und Geist zu haben. Wir machen eine kleine Achtsamkeitsübung, die aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil besteht darin, dass ihr euch auf den Punkt in der Mitte eurer Handfläche konzentriert. Ihr konzentriert euch auf diesen Punkt und ihr merkt vielleicht, dass durch eure Aufmerksamkeit es ein bisschen warm in der Handfläche wird. Ihr versucht, dieses Gefühl jetzt ausbreiten zu lassen in der Hand und euren Arm hochwandern zu lassen. Versucht es von da aus dann im ganzen Körper auszubreiten. Ihr könnt auch gerne nochmal dann von der anderen Hand aus anfangen oder von den Fußsohlen. Das ist immer ein guter Start. Der zweite Teil besteht darin, dass wir bewusst atmen. Das heißt, wir atmen einmal ganz schnell und tief ein, halten für eine Sekunde am Maximum und dann atmen wir länger aus, als wir eingeatmet haben. Versucht dabei, den Atem wirklich ganz bewusst wahrzunehmen, wie er ein- und austritt aus. Die dritte Übung ist ganz einfach. Wir kennen es alle aus dem Sportunterricht. Wir bewegen einmal unsere ganzen Gelenke durch und vergesst nicht, in beide Richtungen zu drehen. Die vierte Übung ist der Animal Walk. Das kennt ihr bestimmt von Conor McGregors Training oder auch so, wenn ihr das einfach mal im Internet gesehen habt. Das heißt, wir bewegen uns einfach wie Tiere über den Boden hinweg. Ein paar Schritte vor, ein paar Schritte zurück, ein paar zur Seite. Wir springen ein bisschen umher wie ein Känguru. Zum Ende könnt ihr dann langsam auch die Hindernisse mit integrieren. Ein bisschen drüber, ein bisschen an der Seite vorbei. Wir kommen zur letzten Übung, nämlich Ukemi, das heißt das bewusste, sichere Fallen. Wir springen einfach entweder auf dem flachen Boden oder von irgendwo runter, rollen uns ab, fangen uns ab. Ihr könnt euch auch von euren Trainingspartnern einfach einmal anschubsen lassen, euch davon führen lassen und dann im letzten Moment reagieren. Um diese Übung zu intensivieren, könnt ihr auch sogenannte Trust Falls machen. Das hilft euch auch, euren Geist nochmal aufzuwecken. Das heißt, ihr stellt euch voreinander auf, der vordere lässt sich nach hinten fallen, der hintere fängt bitte auch auf. Und dieses Gefühl vom Fallen, ihr kennt es bestimmt, wenn man träumt und dann so aufschreckt, dann ist man erstmal wach. Und das hilft euch beim Training, bewusst zu sein, da zu sein und in den gefährlichen Momenten richtig zu reagieren. So Leute, bis hierhin das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, was zu tun ist. Gebt dem Video ein Like, kommentiert es, teilt es auch gerne, abonniert den Kanal und checkt mein Instagram für mehr Tipps. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Trainiert sicher. Bis dann, Leute. Ciao.